Die Schattenseite des tollen Wetters, eitel Sonnenschein bringt Wälder in höchste Gefahr. Kein Regen und Sonne pur, die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich in den kommenden Tagen auf warmes und sonniges Wetter einstellen. Berlin, Brandenburg, kein Regen und Sonne pur, die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich in den kommenden Tagen auf warmes und sonniges Wetter einstellen. Der Dienstag soll nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes DWD überwiegend sonnig werden. Nur am Mittag und Nachmittag könnten vereinzelt wenige Quellwolken am Himmel zu sehen sein. Die Höchstwerte steigen auf 16 bis 18 Grad. Für den Mittwoch kündigen die Meteorologen heiteres und trockenes Wetter an. Die Temperaturen überschreiten den Prognosen zufolge die 20-Grad-Marke. Purer Sonnenschein und 22 Grad erwartet Berlin und Brandenburg dann am Donnerstag. Höchstes Brandrisiko. Durch das zunehmend sonnige und trockene Wetter steigt auch die Waldbrandgefahr weiter an. Für den Dienstag ruft das Umweltministerium Brandenburg auf seiner Internetseite in 12 der 14 Landkreise Brandenburgs die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5 aus. Lediglich im Landkreis Oberhavel und in der Uckermark gilt die zweithöchste Gefahrenstufe 4.